Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenfallen erkennen mit eurem Dimitri. Na, ich bin ziemlich geschafft. Ihr wisst ja, ich habe die letzten Tage viele Videos hochgebracht und ich müsste mal wieder dringend duschen, weil ihr wisst ja, schneiden, rendern, hochladen ist eine schwierigste, anstrengende Arbeit. Und darum bin ich heute hier bei Fancy Shower und möchte mir gratis Duschgel mit Blutorange Minze und Papaya Hibiskus bestellen, damit ich mal wieder duschen kann. Das Problem ist nur, diese Produkte gibt es überhaupt nicht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was soll denn diese Internetseite und was soll der Gratistest? Das möchte ich heute in einem sehr ausführlichen Video einmal behandeln und ich möchte euch in eine neue Challenge verwickeln. Die letzte Challenge habt ihr innerhalb von 5 Stunden geschafft, 200 Kommentare unter ein Video zu setzen. Das ist ja, das habt ihr ja mit verbundenen Augen und gefesselten Händen gemacht. Darum möchte ich die Messlatte diesmal ein bisschen höher legen. Ich werde dieses Video sehr, sehr ausführlich machen. Dadurch unsere neue Challenge die Wahrscheinlichkeit, dass das viral geht, ein bisschen größer wird. Challenge ist 500 Kommentare unter diesem Video. Einzelne, nicht 10 pro Account, das habe ich auch beim letzten Mal nicht mitgezählt und ihr habt es problemlos geschafft. Und dann werde ich euch einen sehr langen Anruf präsentieren, der auf diesem Produkt aufbaut, indem eine gute Dame bei Herrn Maulwurf anruft und ihm versucht, aufgrund seiner Teilnahme bei diesem Duschgel einen neuen Vertrag anzudrehen und auf das Argument von Herrn Maulwurf, dass es dieses Produkt gar nicht gibt und dass die Nutzung der Daten, die aus diesem Gewinnspiel kommen, illegal ist, versucht die Dame das Gegenteil zu beweisen, was sie natürlich nicht kann. Das heißt, das Ding ist auf jeden Fall sehen und hörenswert. Und jetzt vermittle ich euch einmal das Wissen, das Herr Maulwurf der Dame in diesem Video dann präsentiert. Wie gesagt, wir sind hier, um eine vermeintliche Produktprobe einzuheimsen. Das ist aber keine Seite von einem Hersteller oder von irgendeiner Firma, einem Konsortium, eine Fabrik oder sonst irgendwas. Wir sind bei der Firma Targeting GmbH, die in Paderborn sitzt, aber eine Hamburger Telefonnummer hat. Schon mal komisch. Die Targeting GmbH ist von meinem Account bereits bekannt. Die betreiben vermeintliche Produktproben für Energy Drinks, für Kaffee, für eine sogenannte Wunderwindel. Und all diese Produkte, die diese Firma anbietet, die haben immer eines gemeinsam. Es gibt sie gar nicht. Das Einzige, wozu diese Seiten und diese Eintragsformulare hier existieren, ist Daten zu sammeln. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, ganz wichtig, Telefonnummer. Und was machen die damit? Die verkaufen diese Daten. Die versprechen euch hier das Blaue vom Himmel. Jetzt gratis anmelden und neu testen. Fordern Sie jetzt Ihre kostenlose Produktprobe an. Und dann geht das los. Wir wollen erstmal gucken. Da ich ja sage, es gibt das Ganze gar nicht. Ich kann es beweisen. Ich bin hier bei Google einfach mal drinnen, habe einfach mal Fancy Shower Duschgel bei Bildersuche eingegeben. Was finden wir? Ein Bild von kostenlos.de, gewinnspiele.com, gewinnspieltipps.de, dealking.de, große-gewinnspiele.de und danach kommen schon ganze Bilder, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Bis auf dieses Ding hier wahrscheinlich sollen wir auch noch Milka testen. Hier ist nirgends das Flasche von den Bildern zu sehen oder ein Hinweis zu einer Firma, die das Ganze vertreibt. Das gleiche ist übrigens auch, wenn wir in den Bereich Shopping gehen. Deine Suchanfrage Fancy Shower Duschgel gab kein Shopping-Ergebnis. Wenn wir auf Internetsuche allgemein gehen, ist das Einzige, was wir zu Fancy Shower finden, irgendwelche Pfennigfuchs, Dealking, kostenlos.de, Monetenfuchs, kostet grad nix, Gewinnspiele.de und das Ganze erstreckt sich über zig Seiten. Die einzigen Informationen, die man nach der Google-Suche Fancy Shower findet, sind Gewinnspielseiten, die auf diese Seite verlinken, damit möglichst viele Menschen sich eintragen und die Gewinnspielseiten für die Verlinkung und die Vermittlung von Eintragenden eine gute satte Provision kassieren. Jetzt kann man das Ganze natürlich auch nochmal gegentesten. eBay, Fancy Shower, null Ergebnisse. Amazon, keine Produkttreffer. Wir sind bei Google gewesen, wir sind bei eBay gewesen, wir sind bei Amazon gewesen. Den drei Portalen unserer Zeit, über die man alle möglichen Informationen findet. Seien es alleine Informationen, Zusammensetzung, bla 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 oder Bestellmöglichkeit. Ihr werdet keine Produktseite wie bei Pampers, wie bei Nutella, wie bei Ferrero, wie bei Milka, wie sonst irgendwas finden, die auf einer eigenen Firmenseite ihre Produkte präsentieren,
Bezugsmöglichkeiten, Zusammensetzung und so weiter nennen, sondern wir finden einzig und alleine die Adresse eines Datenhändlers, der uns ein nicht existentes Produkt verkaufen möchte. Und wie gesagt, sobald ihr euch dann hier angemeldet habt, gern eure Daten an eine riesengroße, lange Liste von Firmen. Jede dieser Firmen hat ein ureigenes Interesse daran, euch zu kontaktieren, sei es per E-Mail, Post oder wie hier eben hauptsächlich per Telefon, um euch irgendeinen Quatsch anzudrehen oder euch im schlimmsten Fall zu betrügen. Wir wollen diese Liste einmal durchgehen, um euch einmal zu zeigen, wer alles eure Kundendaten bekommt, wenn ihr euch zum Erhalt eines nicht existenten Produktes eintragt. Da könnt ihr genauso gut euch nackt anziehen und euch eure Kontonummer und eure PIN auf den Rücken schreiben und durch die Fußgängerzone laufen. Das ist wahrscheinlich noch ertragsbringender als das hier. Eure Daten im Tausch für das nicht existente Produkt gehen an die Allianzversicherung, an den Bauervertrieb, an den Burda-Vertrieb, an noch eine Burda-Geschichte, an die Firma Dinner for Dogs, die wegen der Verwendung der Daten aus solchen Gewinnspielen bereits ein Geschäftsmodellverbot von der Bundesnetzagentur erhalten hat, an einen Strom- und Gasvertreiber, an noch einen Strom- und Gasvertreiber, an eine Zeitschriftenfirma, an noch eine Zeitschriftenfirma, an eine Firma, die Pflegehilfsmittel vertreibt, Vermittlung von Kreditkarten, die Ad-Produkte, Tiefkühlkost, Telekommunikation, Strom und Gas, Tiernahrung schon wieder, Strom und Gas, Elektroheizung, hier schon wieder Dinner for Dogs, Strom, Strom, Marktforschung, Stromverkauf, Gasverkauf, Stromverkauf, Telefon, Online-Versandhandel. All diese Firmen bekommen eure Daten, wenn ihr euch hier eintragt, für das nicht vorhandene Produkt, das völlig frei erfunden ist, mit großer Wahrscheinlichkeit zu 99,99%. Und warum? Weil es Menschen gibt, die so etwas ins Internet stellen und weil, was genauso schade ist, es viele Menschen gibt, die darauf hereinfallen, weil sie entweder schon sehr alt und noch sehr jung, sehr unerfahren oder generell vielleicht etwas naiv sind. Und jetzt wollen wir uns einfach mal angucken, wie sich das generell weiter verhält, wenn wir hier unsere Daten eingeben. Ganz wichtig ist zu sagen noch, hier steht ja, dass ihr dann einverstanden seid, dass ihr angerufen werden dürft. Hier könnte ein Haken sein, hier könnte ein Kreuz sein, hier könnte ein Kreis, ein Quadrat, ein Rechteck oder ein Smiley sein. Das ist völlig egal, denn der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass Gewinnspieler wie diesen oder vermeintliche Produkttesten nicht dazu geeignet sind, legitime Werbeeinverständniserklärungen zu sammeln. Heißt, jeder Anruf, der aus dem Eintrag an solch einer Geschichte zustande kommt, ist ein illegaler Werbe- und Verkaufsanruf, sogenannter kalter Anruf. Das hindert die Firmen aber nicht daran, selbst wenn sie dafür mal eine dicke Strafe kriegen, wie die Firma Dinner for Dogs, die wegen der Nutzung aus solchen Portalen, denen wurde das Geschäftsmodell von der Bundesnetzagentur verboten. Darüber gibt es von mir ein Video, in dem auch die Seite der Bundesnetzagentur zum Nachlesen verlinkt ist, falls sich das jemand genauer anschauen möchte. Ja, es geht weiter, dass unser lieber Herr Hans Maulwurf hier eben sich jetzt einträgt. Ich erspare euch die nächsten beiden Seiten, in denen es nur noch um die persönlichen Details geht, die sowieso falsch sind. Und wir gehen gleich weiter auf diese Seite. Hier heißt es, vielen Dank für Ihre Teilnahme. Wir haben Ihnen soeben den Bestätigungslink geschickt. Es können nur bestätigte Teilnehmer eine Gratisprobe erhalten. Das steht aus dem Grund da, dass ihr dann eine E-Mail bekommt, die ihr bestätigen sollt. Das Bestätigen dieser E-Mail macht eure Anmeldung bei diesem Gewinnspiel oder bei diesem vermeintlichen Produkttest zu einem sogenannten Double Opt-in. Heißt, erst gebt ihr die Daten ein und dann bestätigt ihr sie. Weil da aber jeder jeden eintragen könnte, heißt, Ex-Freundin, nerviges Kollege, blöden Chef, den Lehrer, die Mama, den Papa, den Nachbar, der immer Sonntag den Rasen mäht, gibt es überhaupt keine Möglichkeit zu kontrollieren, wer sich wie, wo, was, warum auch immer da anmeldet, weswegen diese Daten eben nicht für Werbeeinverständnis geeignet sind. Interessiert die ganzen Firmen aber nicht, die an den Hersteller dieses Anbieters hier viel Geld dafür bezahlen, dass sie die Daten bekommen. Auf dieser Seite geht es jetzt darum, zu gucken, womit lohnt es sich am ehesten, euch anzurufen. Dass wenn man im Vorfeld dann schon ausschließen kann, gut, er interessiert sich für dieses oder jenes Produkt mit an großer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht, dann braucht man ihn nicht anrufen. Denn die Callcenter, die arbeiten auf Provisionsbasis, wenn sie nicht Direktverkäufer sind. Zumindest die Firmen an sich.
Die Angestellten werden meistens mit oder unter Mindestlohn abgespeist, was wir in einem zukünftigen Interview, das demnächst kommt, auch noch hören werden. Schauen wir an. Firma Curablo bietet so also Pflegemittelhilfsboxen an, wenn ihr Angehörigen mit Pflegegrad habt. Wenn du jetzt aber sagst, nein, habe ich nicht, brauchen sie dich nicht anrufen. Geht denen ein bisschen Zeit weniger verloren, als wenn sie bei Telefonziege landen. DSL bei ihnen auch zu teuer. Super Satz schon wieder, weißt du direkt, woher die anrufen. Hier ruft euch ein sehr unseriöses Unternehmen an, das euch DSL-Angebot macht, auch mit Schufa-Eintrag oder ohne Bonität und damit eben gerne dazu beitragen, Menschen, die sowieso vielleicht schon in der Schuldenfalle stecken oder Geldprobleme haben, vielleicht noch viel weiter hineinzudrücken. Außerdem verschweigen sie, dass das DSL-Vertrag, den sie anpreisen, der kommt per Satellit übrigens, dass der nach wenigen Gigabyte schon schwer begrenzt ist und du quasi gar nicht mehr surfen kannst. Hier soll dir ein Zeitungsabo direkt schon mal angedreht werden. Du kriegst 10 Euro Gutschein dafür und die wahrscheinlich ein Vielfaches an Provision dafür, wenn du da drauf reinfallen solltest. Was ich auch immer wieder sehr mies finde, Stromanbieter wechseln und ein Gerät bekommen. Da gibt es bei mir mehrere Anrufe, in dem uns iPad oder Samsung Galaxy S8 angeboten werden. Der Stromvertrag an sich gar nicht so schlecht klingt, bis zu dem Moment, in dem du dann fragst, was kostet der Strom denn ohne das Gerät? Dann werden die nämlich ganz nervös und versuchen abzuwiegeln und erklären dir dann nach mehrfacher Nachfrage, dass dieser Stromvertrag dann 15, vielleicht 20 Euro mehr im Monat, weniger im Monat kostet, wenn du das Gerät nicht dabei hast. Du kriegst hier nichts geschenkt. Es geht einfach darum, dich damit zu locken und du bezahlst das Ding im Endeffekt auf Raten, weil dein Stromabschlag jeden Monat deutlich höher ist. Lohnt sich, oder? Hier wird geguckt, ob du Interesse an einer Elektroheizung hast. Sparsame Elektroheizung aus Steckdose klingt irgendwie nicht so überzeugend, aber vielleicht kann mir da ja jemand Näheres zu erzählen. Fürs Einkaufen belohnt werden. Hier ruft dich die Gesellschaft zur Konsumforschung an und bietet dir eben an, dass du im Tausch gegen monatlich eine fixe Anzahl von Pluspunkten deinen Einkauf bei denen registrierst und nach vielen Jahren lohnt sich das dann auch mal von den Punkten her, sonst kannst du nur so Löffel von Euroshop und Vergleichbares kriegen oder einen Froschbeißring. Muss ich nicht haben. Als nächstes können wir O2-Freikarten, kostenlos, doch steht Freikarte drauf, Freikarten bestellen. Kostet uns zwar nichts, aber da kriegen die Leute, die so einen Scheißdreck ins Internet stellen, eben auch noch schön Geld für. Exklusive Mastercard, das gibt exklusiv die besten Anrufe, die man sich vorstellen kann, wenn man in meiner Branche arbeitet, denn da sitzen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Kreditkartenbetrüger von 4D, 5D Marketing aus Bosnien dahinter. Das ist nämlich deren Masche, die versprechen dir am Telefon eine Kreditkarte ohne Jahresgebühr, ohne Ausgabegebühr, ohne Zinsen, wo du ewig Zeit hast, Geld zurückzubezahlen. Das Ganze kommt per Nachname für 150 Euro und du hast im Umschlag dann eine Prepaid-Kreditkarte, die du an der Tankstelle für 10 Euro kaufen kannst. Super tolle Sache. Da gibt es von mir viele, viele Videos, in denen die Mitarbeiter dieser Firma die Angerufenen sogar mit dem Tode bedrohen und versuchen sie zu erpressen. Hier geht es darum, dass wir 15 Euro Gutschein für Bonfrost kriegen und der Vermittler natürlich auch Fettgeld, wenn wir dann wirklich mal was bestellen sollten. Ausgabe hört so, ja komm, wir haben so viele Zeitschriftenverlage, die uns anrufen, da können wir das auch gleich hier machen. Hier werden Tester für Gleitsichtstudie gesucht. Ja, Testseher, da steht noch Tester und jetzt sollst du 360 Euro bezahlen. Und das Lustige dabei ist auch, die vermitteln dich zu dem Optiker in deinem Ort, irgendwie so 30 Meter weiter um die Ecke und kriegen auch wieder diese netten Menschen von Targeting ein Schweinegeld dafür, weil die die Daten verkaufen und der Typ hier die Vermittlung übernimmt. Zahlen Sie Ihre Gasrechnung direkt an den Versorger, wenn du jetzt hier Nein oder mein Vermieter bezahlt kriegst, dann brauchen sie dich nicht anzurufen, weil du keinen Einfluss darauf hast. Sind wir wieder bei Anruf und Umsatzmaximierung pro Stunde. Haben Sie Haustiere, ganz klar. Wenn wir Hund oder Katze angeben, rufen die hier unten an, die das gar nicht mehr dürfen und trotzdem noch in diesen Portalen Daten sammeln und mit diesen Daten nachgewiesenerweise auch weiterhin telefonieren. Die machen es einfach weiter. Zu guter Letzt, 80% der Bundesbürger zahlen zu viel für ihren Strom. Da, kontaktieren Sie mich und dann kriegst du ein ganz tolles Angebot von einer völlig unabhängigen Stromberatungsfirma, die den Anbieter vermittelt, der Ihnen die meiste Provision zahlt, wenn Sie denn überhaupt mehrere Anbieter haben und nicht nur für einen fixen
verkaufen, wo sie eben dann gleich vorschlagen, anstatt irgendwie legitim zu überprüfen, was gibt es zu tun. Wo kann der Kunde sparen, was ist für seinen Vergleich gerecht. Darauf wird nicht geachtet. Es geht darum, die Daten, die hier von euch eingegeben werden, in der Hoffnung, dass ihr gratis Duschgel bekommt, das es auf dem Markt überhaupt gar nicht gibt, wie wir hier, hier und hier gesehen haben, zu sammeln und die für möglichst viel Geld gewinnbringend weiterzuverkaufen und denen, die die Daten kaufen, darum die eben auch möglichst gewinnbringend zu nutzen. Und unsere Verantwortung als Zivilgesellschaft ist es, solchen Leuten das Handwerk zu legen. Nicht indem wir dahin fahren und den Laden anzünden, sondern indem wir einfach die Gegenpropaganda aufbauen. Indem wir denen das Spielbrett aus der Hand reißen, weil wir die Informationen, die die Menschen brauchen, denen geben, bevor die auf so etwas stoßen. Damit sie gleich sagen, blöd, das habe ich doch schon mal bei Telefonziege gesehen, da falle ich doch nicht drauf rein. Und dann vielleicht auch den Menschen Bescheid geben können, die ihnen solche Links geschickt haben. Was nicht selten Freunde sind, die auf irgendein soziales Plattform, die das dann weiterleiten. Oder wenn man dann Facebook, Instagram, Tumblr, wie sie alle heißen, Bescheid geben kann. Leute, die Werbung, die da eingeblendet wird für dieses Gewinnspiel, das sind Betrüger, die da dahinter stecken. Die Produkte gibt es nicht oder es geht nur um Datensammlung. Und dann sind wir an dem Punkt, an dem wir denen eben das Handwerk legen können. Diese Geschichten sind der Einfallstor für Telefonterror, für kalte Verkaufsanrufe, gewerbsmäßigen Betrug am Telefon, Erpressung und so weiter. Wenn das Eingangstor erstmal weg ist, ist es für die anderen schwierig, wenn die keine Daten mehr haben, keine frischen, die jeden Tag zu Zehntausenden eintruden. Wovon sollen sie dann leben? Und da müssen wir ansetzen. Macht es aus zwei Gründen, diesem Video mal richtig einen Arschtritt zu geben. Wie gesagt, 500 Kommentare von einzelnen, nicht 10 pro Account und ihr kriegt den passenden geilen Anruf, in dem sich eine Verkäuferin genau auf dieses Produkt und auf diese Masche beruft und dafür vollkommen argumentativ zerstört wird und zum anderen, um euren Beitrag zu leisten, dass wir solche Geschichten nicht heute, nicht morgen, nicht dieses Jahr, aber irgendwann mal besiegt haben, weil die Leute wach geworden sind. Weil die Leute wissen, dass das eine Verarsche ist, dass niemand etwas verschenkt auf dieser Welt. Sondern dass nur sie sind, die etwas verschenken. Nämlich das Wichtigste, was sie haben, ihre persönlichsten Daten an Menschen, die sich nicht darum scheren, nicht darum kümmern, nicht mal mit den Achseln zucken, wenn diese Menschen dann in einer endlosen Schleife von Telefonterror untergehen und vielleicht eine dicke Rechnung dafür zu tragen haben. Nicht nur vom Geldbeutel her, vielleicht auch emotional, vielleicht gesundheitlich, weil sie schon älter sind und das nicht mehr verkraften können. Machen wir sie fertig, wir sind die Ziegenarmee, ihr seid die Ziegenarmee und ich bin mir sicher, wir kriegen noch einiges gerissen zusammen. Haut in die Tasten, wenn das wieder so gut klappt wie beim letzten Mal, brauchen wir dafür nicht mal einen halben Tag. Ich danke euch fürs Zuhören, ich danke euch für die Unterstützung. So, und jetzt lasst uns zusehen, dass wir die Kiste endlich mal ein bisschen bekannter machen und dass wir diesen Datenhändlern mal ein bisschen virtuelles Feuer unterm Arsch machen und argumentativ. Nicht wahr, meine Freunde? Reingehauen, bis dahin.